Rokoko-Variationen von Tschaikowski und Beethovens 9. Sinfonie unter der Leitung des weltberühmten Geigers Emanuel Chechnavorian. Es ist ein ganz besonderes Benefizkonzert, das heute im großen Saal des Wiener Konzerthauses stattfindet. Heute findet ein Benefizkonzert zugunsten der Caritas Soziale statt, was wir auch als EHL traditionell schon jahrelang sponsern dürfen. Seit 15 Jahren haben wir eine gute partnerschaftliche Beziehung zur Caritas Soziales und ich bin sehr glücklich und dankbar, dass wir die Caritas Soziales auch im Rahmen dieses Benefizkonzertes unterstützen können. Auch in diesem Jahr zeigt die Immobilienbranche wieder Zusammenhalt und ermöglicht die Unterstützung sozialer Projekte durch Musik. Viele Sponsoren haben sich daran beteiligt. Das ist ein Zusammenhalt, ein Miteinander und deswegen ist es auch ganz wichtig, denjenigen zu helfen, die es benötigen, ältere Menschen in dem Zusammenhang, demenzkranke Menschen. Events wie dieses sind natürlich ein ganz wichtiger Punkt für die EHL-Gruppe. Es geht nicht nur immer ums Geschäftliche, sondern es geht auch ganz stark darum, Dinge zurückzugeben. Und mit Events wie diesem hier mit unserem Partner, mit Caritas Soziales, können wir genau das tun und da freuen wir uns immer sehr drüber. Das Konzert unterstützt heuer den Neubau des Hospizes der Caritas Soziales in Kalksburg. Mehr als 70.000 Euro an Spenden kommen bei der Benefizveranstaltung der Immobranche zusammen. Es ist wichtig, dass wir einander helfen, dass wir einander unterstützen und das ist vor allem in Zeiten, wo es ein bisschen schwieriger wird, da wo man sagt, man muss einander irgendwo auch gegenseitig unterstützen, der eine, der mehr hat, dem anderen zu geben, der weniger hat. Und deswegen ist es einfach eine großartige Möglichkeit, das auch mit Musik zu verbinden. Also uns war es ganz wichtig, hier zu spenden, weil ich glaube, man muss auch sozial was beitragen. Und ich finde, das ist eine total schöne Geschichte, die man nur unterstützen kann. Das Benefizkonzert findet in Kooperation mit Kunst hilft statt. Neben Beethovens 9. Sinfonie werden auch Peter Tschaikowskis Rokoko-Variationen für Violoncello und Orchester vor vollem Haus aufgeführt. Da wir die gesamte Musik mit dem Dirigenten, mit Emanuel Chechnavorian, gemeinsam organisieren, hat es vor circa einem Jahr begonnen, Saalmiete, den Saal zu bestellen, das Orchester zusammenzustellen, mit den Leuten den Kontakt aufzunehmen. Also mein persönliches Highlight waren für mich natürlich die Rokoko-Variationen als ersten Programmpunkt, weil ich jetzt zum ersten Mal hier im Wiener Konzerthaus im großen Saal solistisch auftreten durfte. Prominente Unterstützung erhält das Orchester von Michael Ehlmeier, Geschäftsführer der EHL Immobilien. Der leidenschaftliche Geigenspieler freut sich, dass er an dem Konzert mitwirken darf. Ich freue mich besonders über ein Wiedersehen mit Herrn Ehlmeier mit seiner Geige. Wir hatten ja mit Leitbetriebe Austria unsere Weihnachtsmesse im Dezember, wo er mit seiner Familie aufgetreten ist. Ich bin ein großer Fan. Hervorragendes Konzert, tolle Atmosphäre. Also Michael Ehlmeier schafft es immer wieder, die Branche toll zusammenzubringen. So ein Talent in so einem anspruchsvollen Job trotzdem so weit zu bringen, dass er da mitspielen kann, finde ich einfach großartig. Nachdem ich einer von drei Amateuren bin und es sich hier um ein Profiorchester handelt, war die Vorbereitung recht hart. Also ich habe viel geübt, viel trainiert und spiele selbst seit meinem 6. Lebensjahr mit großer Leidenschaft und Freude Musik. Und es ist mir eine Freude und Ehre, hier heute im großen Saal des Wiener Konzerthauses dabei sein zu können. Das Benefizkonzert ist ein großer Erfolg für die Caritas Soziales und das Hospiz in Wien-Kalksburg. Die großzügigen Spenden von 70.000 Euro tragen dazu bei, dass das neue Pflegezentrum bald Wirklichkeit wird.